Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarkt-Update begrüßen. Rundumschlag für Anleger. Es gibt viele Themen, die es zu berücksichtigen gilt. Das Thema Inflation steht mit Sicherheit sehr stark im Fokus der Marktteilnehmer. Die große Frage, ist es nur transitory, also übergangsweise Nachholeffekte, die wir aufgrund der Maßnahmen des vergangenen Jahres sehen? Oder sehen wir ein strukturell höheres Inflationsregime? Diese Fragen wollen wir versuchen zu beantworten. Und natürlich schauen wir auch auf die Entwicklung der relevanten Vermögensklassen, auf weitere Konjunkturindikatoren und überlegen uns, was wir als Anleger in dieser Gemengelage noch berücksichtigen, respektive bedenken müssen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auch die Konserve der Online-Konferenz wird Ihnen selbstverständlich im Nachgang zur Verfügung gestellt. Und ich werde die Fragen dann gerne gesammelt am Ende der heutigen Online-Konferenz entsprechend hier auch diskutieren, sodass wir wirklich alle relevanten Punkte behandeln. Wir steigen auch direkt ein und blicken zunächst hier entsprechend auf die Entwicklung der Kapitalmärkte, hier fokussiert auf das Kalenderjahr 2021. Sie können sehen, wir betrachten die wesentlichen Vermögensklassen. Wir sehen Aktien weltweit 9,35% in Euro gerechnet. Entsprechend hier zu berücksichtigen. Das Thema Euro-Dollar-Wechselkurs auch noch etwas, was wir kurz behandeln möchten. Aktien Europa 8,33%, auch das natürlich erfreulich. Sie wissen, in den vergangenen Jahren haben die europäischen Aktienmärkte häufig schwächer abgeschnitten als ihre US-amerikanischen Pendants. Dementsprechend war der globale Aktienmarkt auch immer stärker als die europäischen Werte. Der Goldpreis hat sich etwas von seinen Tiefswerten erholt, dennoch es war natürlich kein wirklich gutes Jahr bisher für Gold, wenn wir das erste Quartal entsprechend hier betrachten. Und Sie sehen schon, wie gesagt, in dieser Betrachtung für das erste Quartal, das war nicht wirklich so ganz erfreulich. Mittlerweile ging es ja ein bisschen besser, aber so viel hat sich auch nicht verändert. Dementsprechend, wenn wir in die Details einsteigen und das dann auch wirklich per heutigem Datum und wir blicken auf die Aktienmärkte, dann in Türkis dargestellt, jeweils seit Jahresbeginn, in Grau entsprechend hier die vergangenen 4 Wochen. Wir sehen auch insbesondere, dass sich die Länderindizes in der Eurozone, Frankreich, Italien, Spanien, die haben sich dann auch sehr vernünftig entwickelt. Insgesamt ja auch die Erwartungshaltung, dass wir dadurch, dass wir in Europa dieses Thema Wiederaufbaufonds haben, wobei es wurde ja nichts zerstört, wir hatten ja keinen Krieg oder keine sonstigen Naturkatastrophen im Rahmen der Corona-Pandemie und der entsprechenden politischen Maßnahmen. Dennoch heißt es Wiederaufbaufonds, Recovery-Fonds, die Mittel fließen ja erst noch. Insgesamt geht man davon aus, dass Europa sich etwas zusammenrauft. Die politische Risikokomponente reduziert sich also etwas, also eine andere Phase als beispielsweise 2011, als man ja die Befürchtung hatte, dass der europäische Wirtschaftsraum und besonders der Währungsraum hier auseinanderfällt. Und wenn diese Verunsicherung nun nachlässt, dann reduziert sich die Risikoprämie. Das macht die Märkte attraktiver. Noch dazu die europäischen Aktien häufig etwas zyklischer aufgestellt. Und je nachdem, wie man das Ganze nun nach Branchen gewichtet und welche Brille sie aufsetzen, um die Aktienmärkte zu betrachten, also Branchen gewichtet oder andere Maßstäbe ansetzen, dann sind eben die europäischen Aktienmärkte etwas günstiger als die US-amerikanischen Pendants. Dementsprechend haben wir auch sehr starke Mittelzuflüsse in europäische Aktienprodukte, beispielsweise Fonds und auch ETFs gesehen. Und auch das natürlich mal ganz erfreulich. Der deutsche DAX 30, auch das sehen Sie hier, 14% seit Jahresbeginn. Und der chinesische und der japanische Aktienmarkt zwar auch mit Aufschlägen, aber relativ schwächer. Und auch das, was wir erwartet haben, eigentlich ein ungewohntes Bild. Und Sie wissen, wir reden ja schon lange von der Rotation in Value, in Substanz. Und Sie sehen hier, der Nasdaq nach Jahren der Führerschaft, was die Performance angeht, im Verlauf diesen Jahres eher auf den hinteren Plätzen. Nichtsdestotrotz, die Ergebnisse sehr gut. Sie können es hier entsprechend nachvollziehen. Auch der Marktbreite der S&P 500, auch der MSCI World mit guten Ergebnissen. Wie gesagt, etwas schwächer als die europäischen Leitindizes, aber dennoch mit sehr guten Ergebnissen, insbesondere wenn wir uns klar machen, dass natürlich das Niveau der Bewertung und auch die Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren oder auch seit der globalen Finanzkrise in den USA deutlich stärker war als das, was wir in Europa gesehen haben. Auch wenn Anleger
immer nur auf Aktien schauen. Die Anleihen sollte man nicht vergessen. Dementsprechend auch hier das nochmal dargestellt, die Renditen der verschiedenen Segmente der Anleihen. Wir sehen, dass die Anleihenmärkte, wenn Sie das globale Indexuniversum betrachten und quasi den DAX 30 des globalen Anleihenmärkte betrachten, aus europäischer Sicht, aus der Sicht eines Euro-Anlegers, dann haben wir den Global Aggregate Euro Hedge. Da sehen Sie hier dieses Jahr minus 2,4% nach mehreren Jahrzehnten mit immer wieder konstanten positiven Überraschungen. Die Renten wurden oft totgesagt, haben immer wieder positiv überrascht. Das hat Mischfonds begünstigt, das hat defensive Vermögensverwaltungen begünstigt. Sehen wir nun hier auch mal schwächere Daten, minus 2,43%. Sie sehen die Staatsanleihen entsprechend in den USA mit Abgaben. Aber wie gesagt, wenn Sie das mal in Relation setzen zu dem Lauf, den wir über Dekaden, also über Jahrzehnte hatten, dann ist das, glaube ich, zu verschmerzen. Was man erwarten würde, wenn sich Staatsanleihen schwer tun, weil die Inflation steigt, weil Risiken gesucht werden, dann erwartet man, dass eigentlich Anleihen mit unternehmerischer Komponente, also Corporate Bonds, Unternehmensanleihen oder Hochzinsanleihen, dass die sich besser entwickeln, weil hier eine sogenannte Aktienmarktrisikokomponente, eine Konjunktursensitivität dransteht. Wir sehen, das hat dieses Jahr lehrbuchmäßig funktioniert. US High Yield 2,2% im Plus, US Staatsanleihen 4% im Minus, ein Delta von über 6%. Und das zeigt im Endeffekt natürlich auch, wie wichtig es ist, auch im Anleihenmarkt sich zu überlegen, wie will ich mich positionieren, wie sollen die Restlaufzeiten sein, wie soll die Kreditqualität sein, möchte ich eher Anleihen als mittlere Herkunft nehmen, um bei Rückgängen am Aktienmarkt liquide zu sein, dann werden Sie tendenziell kurze Staatsanleihen halten. Sagen Sie nein, ich möchte eigentlich auch mit Anleihen einen positiven Ertrag haben, will weniger Risiko als am Aktienmarkt, dann sind Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen allgemein natürlich das Mittel der Wahl. Von daher, dieses Thema hat in diesem Jahr wirklich lehrbuchmäßig funktioniert. Sichere Staatsanleihen mit der Duration verloren, Anleihen mit Risikokomponente, mit Wachstumskomponente entsprechend im Plus. Exemplarisches Delta 6%, das ist ja durchaus ordentlich. Wir sehen in Europa die Differenz nicht ganz so groß, aber auch vorhanden. Sehen Sie hier, Euro-Unternehmensanleihen minus 0,75%, noch ganz in Ordnung. Deutsche Staatsanleihen minus 3%. Also da sehen Sie auch, wenn Sie über Zinsen und Kapitalmärkte, über Anleihesegmente reden, dann gilt es natürlich nicht nur auf Währungen zu schauen, sondern auch auf die Teilsegmente, um hier ein umfassendes Bild zu haben. Insgesamt der Anleihenmarkt natürlich auch ein sehr spannender Markt mit verschiedenen Möglichkeiten. Wir glauben, dass es nicht mehr ausreichen wird, hier nur sich langfristig zu engagieren und kaufen und zu halten, sondern man wird vielleicht auch eher mal antizyklisch agieren müssen. Man muss Regeln festlegen für ein Rebalancing. Man muss diskutieren, welche Rolle sollen die Anleihen im Portfolio haben. Auch das ein großes Thema. Und tendenziell, je defensiver Sie sich als Anleger einschätzen, desto größer ist der Anleiheteil in Ihrem Portfolio und desto mehr Augenmerk ist hier auf die Anleihen entsprechend zu richten. Aber Sie sehen schon hier das Spektrum sehr breit. Schwellenländeranleihen hier unten dargestellt, auch minus 2,6%. Aber ich denke auch eine Vermögensklasse, die in einem langfristig strukturierten Portfolio, insbesondere wenn Sie sehr anleihenlastig agieren, natürlich ihre Berechtigung hat, unabhängig von der hier kurzfristig betrachteten Perspektive. Wenn wir auf weitere Vermögensklassen schauen, wir sprachen eingangs über das Thema Inflation, dann sind wir natürlich bei den Rohstoffen. Und ich glaube, das Bild ist hier sehr einfach. Wir hatten im Rahmen der Corona-Sondersituation sogar negative Preise für Rohöl am US-amerikanischen Terminmarkt. Also nach negativen Renditen, nach negativen Zinsen haben wir dann auch mal negative Preise für Öl gesehen. Wohlgemerkt nur für einen ausgewählten Terminkontrakt, aber die Storyline in den Medien konnte jeder nachvollziehen. Sie sehen entsprechend allein den Anstieg im Verlauf dieses Jahres plus 40%. Also das natürlich ein Thema. Insgesamt kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass der Ölpreis, naja, immer in gewissen großen Bandbreiten sich bewegen wird. Auf der einen Seite kann man sagen, die Ölpreise müssen steigen, weil wenn weniger Unternehmen finanziert werden von Banken, wenn immer mehr Kapitalsammelstellen weniger Projekte in dem Bereich finanzieren aufgrund des Thema Nachhaltigkeits-, Klimawandel, dann gibt es eine Kapitalknappheit. Also sehen wir hier vielleicht weniger neue Förderungen. Das führt im Endeffekt zu steigenden Preisen, weil die Nachfrage
eben nicht so stark zurückkommt, wie man sich das vielleicht klimapolitisch manchmal wünscht. Also das spricht eigentlich für steigende Preise. Auf der anderen Seite sehen wir den Trend zur Elektrifizierung. Das begünstigt natürlich auch die Industriemetalle, auch das Kupfer, das konnten Sie, glaube ich, auch alle gut nachvollziehen. Und von daher muss man sagen, für die Rohstoffe momentan gibt es einige Argumente. Auf der einen Seite, wir sehen einen schwächeren Dollar, hier der Verweis auf das Defizit. Momentan die Unsicherheit in der Eurozone geringer. Das spricht eben auch eher mal für den Euro oder für Flüsse in den Euro. Und dementsprechend ein schwächerer Dollar bei gleichzeitigen Defiziten, bei steigender Inflationserwartung, bei Investoren, die global in der Vermögensklasse Rohstoffe sehr, sehr stark unterinvestiert sind, nachdem die Vermögensklasse über Jahre sehr schwach abgeschnitten hat. Dazu jetzt diese ganzen Diskussionen über das Thema Reflationstrade an den Märkten. Das kann natürlich dazu führen, dass die Rohstoffpreise durchaus entsprechend auch überschießen. Und ein Überschießen der Rohstoffpreise temporär würde sich auf die Inflationsraten natürlich auch entsprechend auswirken. Auch das sehen wir gleich noch. Ansonsten Gold ja vielleicht noch ganz interessant. Die letzten 4 Handelswochen, ich habe es angesprochen, plus 3,2%. Auch das ja ein Thema, vielleicht mal eine Opportunität gewesen, Gold nochmal etwas günstiger einzusammeln und vielleicht hier die taktische Quote anzupassen, sofern die im Gesamtvermögenskontext noch etwas zu gering war. Also, die Vermögensklassen, sehr freundliche Entwicklung. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für die börsengehandelten Vermögensklassen, auch für Immobilien und Ähnliches sehen wir Allzeithochs, ob in den USA, ob in Europa. Die Angst vor einer Immobilienblase wird überall diskutiert. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die privaten Vermögen auch auf Allzeithoch gestiegen sind, egal ob Sie die privaten Vermögen der deutschen Haushalte nehmen, die von der Bundesbank dargestellt werden, ob Sie das Vermögen in den USA betrachten, also Vermögen auf Allzeithoch, also ganz anders als das, was wir normalerweise sehen, wenn man aus einer Krise kommt, was nochmal deutlich macht, dass Corona wirklich eine sehr spezielle Situation an dieser Stelle war, also keine klassische Rezession, keine klassische Krise. Und dementsprechend auch die Konjunkturdaten und deren Einordnung immer vor diesem Hintergrund natürlich zu beachten. Und Sie sehen es hier dargestellt, IFO-Geschäftsklimaindex, entsprechend V-förmige Erholung. Sie können das hier auch, glaube ich, gut nachvollziehen. Wir haben hier diesen massiven Einbruch gehabt. Dann die Diskussion darüber, welchen Buchstaben wird denn die Erholung haben? Wird es ein V? Wird es eher ein L? Wird es vielleicht etwas wie das Nike-Zeichen? Jetzt sehen wir hier, nachdem wir in China auch schon das V in vielen Segmenten gesehen haben, sehen wir das auch in anderen Konjunkturindikatoren. Und nun natürlich die Frage, nachdem der produzierende Sektor sich deutlich besser entwickelt hat als der Service-Sektor, der eben stark unter den Einschränkungen der gesellschaftlichen Mobilität gelitten hat, sehen wir nun entsprechend große Nachholeffekte. Sie können das alles anhand der Reisebuchungen des Flugverkehrs und der zusätzlichen Flugkapazitäten auch, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Die Einkaufsmanager, auch das passt natürlich zum IFO-Geschäftsklimaindex hier auf globaler Basis. Da sehen wir entsprechend auch die Bewegung hier auch nach oben. Auch hier sieht man entsprechend dieses V. Also einen massiven Einbruch im Rahmen der Corona-Pandemie, der gewollten politischen Einschränkungen. Grundsätzlich China hat es weniger stark getroffen, ist das einzige der großen beachteten Länder, die letztes Jahr auch gewachsen sind. Die anderen Länder hatten alle einen massiven Einbruch, haben gegengesteuert durch fiskal- und geldpolitische Maßnahmen. Nun entsprechend die Erholung hier. Und ich denke, man muss auch die aktuellen Konjunkturdaten, die wir bekommen, immer im Kontext dieser besonderen Situation mit Corona sehen und wie gesagt, dieser Gleichschaltung auch von Geld- und Fiskalpolitik, wo wir auch insbesondere in den USA die Thematik haben, dass wirklich man das Gefühl hatte, dass die US-Notenbank und das US-Finanzministerium ja temporär fusioniert sind. Dennoch, wenn wir den Abgleich der Erwartungen und der Realität machen für Konjunkturindikatoren, dann ist die Differenz daraus eben die Überraschung. Das macht die Citigroup mit ihren Überraschungsindizes, der Economic Surprise Index. Und das sehen Sie hier für die verschiedenen Regionen hier farblich dargestellt. Sie sehen unten jeweils die Abweichungen zwischen Realität und Erwartungen im Kalendermonat. Hier oben im Chart sehen Sie das entsprechend im Zeitverlauf. Und da sehen Sie schon, dass wir momentan mit Ausnahme von China, wo wir teilweise spektakuläre Werte auch gesehen haben, was Konjunkturdaten angeht, dass wir hier momentan überall noch die Situation haben, dass die Konjunkturdaten besser hereinkommen
als man das erwartet. Also die konjunkturelle Erholung ist intakt. Die Impfkampagnen werden ihr Übriges tun. Über den Sommer wird es weitere Öffnungen geben. Und die Frage stellt sich nun natürlich, wird das Ganze inflationär werden? Wie inflationär wird es werden? Und dementsprechend schauen wir uns das auch mal an. Was macht die Inflation? Und die Kernfrage natürlich, nachdem wir Inflationsdaten für Deutschland haben, 2,5% Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat, der stärkste Anstieg, ich glaube, seit 10 Jahren. Und daher die Frage, ist es nur vorübergehend, ist es wirklich dauerhaft? Ich werde unser Fazit gleich noch geben, aber hier schaut man sich mal die Pipeline an, eine schöne Zusammenstellung von Man Investments, und da schaut man sich verschiedene Daten an, wie beispielsweise die Veränderung der Importpreise. Man schaut sich auch bezahlte Preise an. Das ist ISM, ist glaube ich auch ein Indikator, auf den viele schauen. Und das alles zeigt zumindest, okay, wir haben jetzt erstmal temporär natürlich das Momentum steigender Preise. Hier haben wir auch Nachholeffekte aus letztem Jahr plus Basiseffekte. Also das muss man entsprechend auf dem Schirm haben. Alles, so alles, was man sich aktuell anschaut, Produzentenpreise, Konsumentenpreise, Frachtraten, Veränderungen von weiteren Konjunkturdaten oder Erwartungskomponenten, die sagt eigentlich, die Preise steigen weiter, die Teuerung, die wird weiter ansteigen. Und daher natürlich die Frage, reflektiert der Kapitalmarkt dies bereits oder ist der Kapitalmarkt, der noch nicht so richtig reagiert hat, eigentlich auf der richtigen Seite, weil viele dieser Maßnahmen sind eben damit bedingt, weil die Wirtschaft jetzt eben einmalig wieder öffnet, weil sich Lieferketten wieder einpendeln müssen. Das dauert alles ein paar Monate und dann sind wir wieder in der Welt wie vor Corona, weil wir müssen uns klar machen, es wurden keine Produktionskapazitäten zerstört, es gab keine Millionen von Toten, die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Also das Angebot an Personal wird sich auch wieder anpendeln. Und wenn noch mal die ganzen Sondermaßnahmen auslaufen, wo es sich ja für Teile der Bevölkerung, speziell in den USA, eher lohnt, zu Hause zu bleiben und die zusätzlichen Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, anstatt für Mindestlohn arbeiten zu gehen, wenn diese Programme auslaufen, werden wir, glaube ich, sehen, dass auch hier wiederum sich einiges einpendeln. Und deswegen die große Frage, die momentan niemand seriös beantworten kann, die ist ganz einfach: Was werden wir auf der Lohnseite sehen? Werden wir wirklich nachhaltig höhere Lohnabschlüsse sehen, die sich in der Breite durchschlagen und wir kriegen so eine Lohnpreisspirale? Oder werden wir sehen, dass wir temporäre Inflation hatten durch die Corona-Effekte, durch die Lieferketten, durch sonstige Nachholeffekte, die sich dann quasi entsprechend wieder abmeldet? Und das Bild des Kapitalmarktes ist hier relativ einfach, wenn wir uns Inflationserwartungen anschauen, die man aus sogenannten Inflationsswaps ableiten kann. Sehen das hier in der linken Darstellung für die zweijährige Betrachtung, auf der rechten Seite für die fünfjährige Betrachtung, türkis jeweils die Eurozone, dunkelblau die USA. Wir sehen in den USA strukturell höhere Inflationsraten, höhere Inflationserwartungen. Aber da sehen Sie auch für die USA aktuell 3,1%. Das natürlich deutlich niedriger als die 4,2%, die wir im letzten Monat an Inflation hatten, weniger als die 4,7% oder 4,5% Inflation, die man nun erwartet. Also die Kapitalmarkterwartungen sind deutlich defensiver als die aktuellen relevanten Inflationsdaten, also Erwartungen für die Zukunft niedriger als aktuelles Inflationsniveau. Schauen wir auf die langfristigen Erwartungen für 5 Jahre, in 5 Jahren, also auch etwas, was die Notenbanken immer im Blick haben, und dann stellen wir auch hier entsprechend fest, dass wir hier Inflationserwartungen haben, die unterhalb des aktuellen Niveaus liegen und die weit von dem entfernt sind, was man als Hyperinflation bezeichnen könnte. Also von daher, meine persönliche Meinung ist die, wir haben einen Anstieg der Inflationsraten, klar, Nachholeffekte, Einmaleffekte, Sondereffekte. Danach wird sich nach diesem Anstieg, dieses Plateau, was einige Zeit dauern kann, werden die Inflationsraten zurückkommen. Aber wir werden uns für die nächsten Jahre auf einem Niveau einpendeln, was von der Inflation höher sein wird, als das, was wir nach der globalen Finanzkrise gesehen haben. Also wenn Sie so möchten, Inflationsraten für die nächsten Jahre eher höher, als das, was wir im Schnitt der letzten 10 Jahre hatten. Und dementsprechend gilt es natürlich auch, die Portfolios etwas inflationssensibler hier auszurichten. Die Notenbanken schauen natürlich auch auf die Inflation. Der Fokus liegt hier speziell in den USA sehr, sehr stark auf dem Arbeitsmarkt.
Also das gilt es zu beobachten, weil auch, ich glaube, die Notenbank die Einschätzung teilt, die Arbeitnehmer kommen zurück, die Löhne werden etwas steigen, aber das wird nicht so stark steigen, als dass wir wirklich ein massiv höheres Inflationsniveau haben. Deswegen wird die Notenbank sagen, ja, wir denken mal über die Änderung der Geldpolitik nach, aber alles sehr, sehr langsam. Wir werden die Liquidität im Auge behalten. Leitzinserhöhungen sind noch sehr weit weg und in Europa ist das Ganze noch mal einige Monate nach hinten versetzt. Also von daher die Frage, glaube ich, nicht ganz klar zu beantworten. Variante 1 ist, die Inflationserwartungen der Märkte sind zu defensiv, weil wir jetzt 10 Jahre wenig Inflation hatten. Oder die Märkte schätzen es richtig ein, weil, wie eben ausgeführt, auch diese Effekte zum Teil nur einmalig und temporär sind. Wir sind so ein bisschen in der Mitte. Einmaliges Überschießen und dann höheres Niveau im Ergebnis. Aber die Inflationssensitivität im Portfolio, die muss im Blick behalten werden, was Auswirkungen auf die Komposition des Anleiheportfolios, der Aktienquote, den Anteil von Rohstoffen, Edelmetallen und Ähnliches hat. Und die spannende Frage natürlich nun auch, was passiert eigentlich mit den Renditen? Werden wir jetzt endlich mal steigende Renditen sehen, nicht steigende Zinsen? Die Leitzinsen bleiben erstmal unten, aber steigende Renditen. Und auch das nochmal in Kontext gesetzt, das Thema Inflation auf dem heutigen Niveau in Relation zur Rendite bei festverzinslichen Vermögensklassen. Hier dargestellt, Inflationsrate Mai Deutschland 2,5%. Wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten Monaten weiter nach oben gehen wird. 4% hier mit Sicherheit nicht ganz unrealistisch. Die Frage ist nur, wie lang wird dieses Niveau sein? Und wenn Sie dann für 5-jährige deutsche Staatsanleihen 0,6% Rendite haben, Strafzinsen auf dem Konto zahlen oder hier für Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und selbst Anleihen von Banken im Nachgang ja Renditen von 0,34 bis 0,6 haben, dann wissen Sie schon, dass natürlich hiermit kein Kaufkrafterhalt möglich ist und das erklärt auch, warum die Nachfrage nach Kapitalanlagen, warum die Nachfrage nach Immobilien zur Kapitalanlage, nach Wertpapieren, nach Aktien und Ähnlichem natürlich entsprechend hoch ist, weil wenn wir das nochmal weiter verknüpfen, wir sehen die finanzielle Repression, Enteignung über das Thema der Inflation bei negativen Zinsen, bei null Renditen, dann schauen wir uns den Realzins nochmal ganz konkret an. Ich glaube, das ist hier sehr eindeutig. Das ist immer der 12-Monats-Zins, also quasi die einjährige Staatsanleihe, die Rendite abzüglich der offiziellen jährlichen Inflationsrate, die wir aktuell haben. Und wenn Sie glauben, in Deutschland ist es schlimm, -3,2%, in den USA ist bei -4,1%. Wenn jetzt noch höhere Inflationsraten hier reinkommen, könnte das ja nochmal nach oben gehen, dann sind wir vielleicht bei -4,5%. Und das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum auch dort die Nachfrage nach Immobilien und Ähnlichem auf einem sehr hohen Niveau ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, nur weil die Inflation heute ist, heißt es nicht, dass sie hoch bleibt. Nur weil sie Sachwerte haben, heißt es nicht, dass die Sachwerte die Inflationsanstiege weiter mitnehmen. Es kann auch sein, dass viele Vermögensklassen, besonders die zinsnahen Vermögensklassen wie Immobilien, bereits diesen Anstieg der Inflation partizipiert haben. Und wenn man dann sieht, dass die Inflation eben nicht dauerhaft steigt, sondern nur temporär und gleichzeitig die Renditen bei den Staatsanleihen steigen, dann könnte man eben durchaus den Fall haben, dass man Sachwerte hat, die sehr zinsnah sind, Stichwort Immobilien, oder sehr defensive Aktien, die es dann doch nicht schaffen, die Inflationsrate zu schlagen. Und dass wir dann dementsprechend Vermögensklassen haben, die vielleicht etwas offensiver ausgerichtet sind, Value-Aktien als Beispiel, wo auch Rohstoffe als Branchenthema mit drin sind, die dann besser geeignet sind. Insgesamt, dazu werden wir nochmal ein Sonderthema machen. Es gibt eine sehr, sehr schöne Studie zum Thema Inflation, was tun in inflationären Zeiten, in Inflationsregimen. Auch hier die Definition, was ist ein Inflationsregime, wo waren die Treiber, das ist aber ein Thema für sich. Es wird schwierig, das in einer halben Stunde unterzubringen, aber ich werde Ihnen diese 35-Seiten-Studie mal so zusammenfassen, dass es für Sie gut verdaubar ist. Aber wir nehmen jetzt erstmal hier mit für heute, negative Realzinsen bleiben uns erstmal erhalten. Das heißt, Rücklagen runter, alles, was nicht wirklich benötigt wird, entsprechend des Anlagehorizontes, der finanziellen Risikobereitschaft, der Geeignetheit in der Vermögensstruktur. Da muss überlegt werden, wie kommt man in die Anlagestrategie, tendenziell nicht auf einen Schlag, sondern ein Ziel definieren, ratierlich über die nächsten Monate herein in die entsprechende Anlage, weil eins ist auch klar, egal was die Notenbanken tun, die werden ja Zinsen nur dann erhöhen, wenn die Inflation entsprechend ein Thema ist.
Und was nutzt es, wenn Sie 1% höheren Zins haben, aber die Inflation strukturell auch 1% höher ist als die letzten 10 Jahre, dann hat sich real nichts verändert, vielleicht sogar mit dem Nachteil, dass Sie den Zins noch mit der Abgeltungssteuer versteuern müssen, aber die Inflation wird ja in der Steuerberechnung nicht berücksichtigt. Von daher glaube ich, die Thematik und der Unterscheidung Rücklage zwischen Kap- und Kapitalanlage, die ist wichtiger denn je, weil jetzt eine übermäßig hochdosierte Rücklage sich nachteilig ausführt, weil dann rechnerisch keine Chance besteht, entsprechend den Kaufkraftverlust hier entsprechend zu kompensieren. Also von daher, dieses Thema finanzielle Repression, negative Realzins bleibt uns erhalten, vielleicht sogar auch wieder ein Umfeld, was wir in 6-12 Monaten als Goldilocks-Szenario bezeichnen, also starke Wirtschaft, eine Notenbank, die immer noch stimuliert, obwohl sie gar nicht mehr stimulieren müsste, Zinsen, die niedrig sind, Renditen, die etwas steigen, aber die Kapitalmärkte nicht belasten, weil man sich auch langsam daran gewöhnt, dass Renditen ein bisschen nach oben kommen. Und schon haben Sie ein Szenario, wo im Endeffekt die Börsen, speziell die Aktienmärkte natürlich weiterlaufen mit den üblichen Rückschlägen. Sie wissen, 10% Korrektur ist immer drin, auch 20% sind keine statistische Seltenheit, das ist an der Börse immer drin, nur der Grund und die Erläuterung, die ist eine unterschiedliche, aber von der Grundthematik spricht das Umfeld weiterhin für wachstumsorientierte Vermögensklassen mit entsprechendem Grad an Diversifizierung. Auch das wollte ich Ihnen nochmal zeigen, das Thema Renditen, weil alle reden immer nur über Renditen, wenn sie spektakulär niedrig sind. Die Renditen sind immer noch niedrig. Hier sehen Sie deutsche Staatsanleihen, verschiedene Laufzeit von 2 bis 30 Jahren. Und was man schon fast als Erfolg feiern muss, 30-jährige deutsche Staatsanleihen sind wieder positiv. 0,327%. Auch die 10-Jährigen sollte man im Blick haben, weil es für Finanzierungen relevant ist. Sie werden es festgestellt haben, Finanzierungen haben sich zwischenzeitlich vom Tief auch schon mal um 0,5-0,6% verteuert. Das wäre nicht viel bei einem Zinsniveau von 4%, wenn es auch von 4 auf 4,5 geht im Darlehenszins. Aber wenn der Darlehenszins von 0,6 auf 1,2% steigt, dann hat er sich eben verdoppelt und auch das etwas, was die Immobilienpreise, glaube ich, noch nicht reflektieren. Momentan sind die Erwartungen im Verkauf immer noch recht hoch, reflektieren nicht die veränderten Finanzierungsbedingungen. Deswegen dauern vielleicht auch manche Transaktionen etwas länger als vielleicht noch im Immobilien-Hype-Jahr des vergangenen Jahres, wo man ja noch schnell Geldwerte in Sachwerte tauschen musste. Also die Renditen sollte man im Blick halten und auch wenn sie nicht auskömmlich sind für den realen Vermögenserhalt, wenn die 10-jährige deutsche Bundesanleihe wieder positiv wäre oder sie machen aus minus 0,2 plus 0,5, das wird Auswirkungen haben, tendenziell umso stärker auf die jeweilige Vermögensklasse, je näher diese Vermögensklasse am sicheren Zins ist, also eine defensive Aktie wie Nestle oder insgesamt defensive Aktien allgemein, haben wir ja gesehen, haben sich letztes Jahr da relativ schwer getan, obwohl sie defensiv waren, sind zwar mit runtergegangen im Corona-Crash, aber haben sich nicht mehr mit erholt. Wir haben die Tech-Konzerne gesehen, die auch dann in Teilen nicht mehr so gut mitgelaufen sind. Also das hat viel auch mit dieser Zinskomponente zu tun. Deswegen, wir bleiben dabei, Aktienmarkt auf der strategischen Quote sein, aber innerhalb der Aktienquote kommt es viel, viel stärker auf die Komposition an als in den vergangenen 10 Jahren. Thema Value hier an dieser Stelle, um hier wirklich im Portfolio vernünftig aufgestellt zu sein. Weil eins ist auch klar, die meisten Anleger, wenn sie indexnah denken, haben ein Übergewicht in USA, damit ein Übergewicht im Dollar. Das heißt, sie sind in dem Aktienmarkt am stärksten gewichtet, der am teuersten ist, der am meisten Technologie hat. Sie sind in der Währung, die gegenüber den Euro ein bisschen Abwertungspotenzial hat. Zweites Thema. Und sie haben natürlich dieses Thema auch, es hat eher ein Wachstums-, eher ein Growth-Bias. Und jetzt würde vielleicht ein bisschen mehr Value Sinn machen. Und das haben wir bereits auch ja zum Teil gesehen. Value ist gut gelaufen dieses Jahr. Wir sehen die Mittelzuflüsse in europäische Aktienfonds, die ja günstiger sind von der Bewertung als die amerikanischen Pendants. Von daher würde ich schon sagen, Investoren haben begonnen, sich etwas mehr Richtung Value zu orientieren. Weg von dem US-Fokus, ein bisschen mehr Europa. Aber das ist so ein bisschen Sturm im Wasserglas. Und wenn sich diese Erkenntnis nachhaltig durchsetzt, werden wir da noch stärkere Bewegungen sehen. Und dementsprechend gilt es, die Schwächen der Indizes zu kennen und dann auch über ETFs und aktive Komponenten des Portfolios so zusammenzusetzen, dass es wirklich ausgewogen ist, weil ein Index läuft eben immer auch in gewisse Blasen- und Klumpenrisiken hinein. Deswegen schauen wir da ja auch in der Beratung, in der Verwaltung mit dem Röntgenblick durch alle Fonds, ETFs und alles durch, um die ökonomischen Treiber uns genau anzuschauen.
Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch schon gewesen sein. Knapp 35 bis 40 Minuten waren ja avisiert. Wir haben etwas später begonnen. Von daher würde ich jetzt die Aufzeichnung an dieser Stelle beenden. Diejenigen, die uns bereits verlassen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen einen schönen Sommerabend, hoffentlich im Biergarten oder auch beim Afterwork bei einem Gläschen Wein oder auch gerne beim Sport natürlich ja antialkoholisch. Alle anderen lade ich noch ein, entsprechend Fragen zu stellen. Die können wir in dieser Runde gerne noch behandeln. Also fürs Erste bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.